bin da offen, ich bin da ehrlich. Wenn ich Bockmisch baue, dann habe ich Bockmisch gebaut. Ich gebe es offen zu, es war ein Fehler. Es war mein Fehler. Es hätte nicht sein müssen, Leute. Es hätte nicht sein müssen. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Im letzten Video habe ich es angekündigt, ne? Was habe ich gesagt? Leute, Schlepper ist kaputt, ne? Was ist passiert, Leute? Ich zeige euch jetzt kommentarlos, was passiert ist. Und dann reden wir in aller Ruhe drüben, wie es passiert ist. Leute, wisst ihr, was das ist? Ich kann es euch sagen. Der Rest von dem hier. Ne, immerhin ist die Passfeder noch da. Muss die schon bestellen. Ja, was ist passiert? Ich habt ihr alle gesehen, das Video. Lenkhebel am IHC. Also, es ist passiert. Farmflock 134. IHC kaputt. Es ist wieder kaputt. Das gleiche Teil. Nur, diesmal kann nur ein einziger was dafür. Wisst ihr, wer das ist? Das bin ich. Ich bin schuld, dass das neue Teil, was 150 Euro gekostet hat, ich habe es nämlich noch nicht gesagt, jetzt sage ich es, das Ding kostet 150 Euro, kaputt. Wie kam es dazu? Naja, als ich es zusammengebracht habe, ich habe das ja bestellt, das neue Teil, ne? Also das mit dem Rest, wo dazu, wo hier noch dran hängt, ne? Das kam, ich habe das alte dann rausgebaut, ich habe das neue reingebaut und beim Rausbauen war halt das Problem, dass im alte hier zum Beispiel, hier kommt ja eine Schraube durch, eine Zollschraube, hier durch das Loch, seht ihr das? Könnt ihr durchgucken, seht ihr mich. Hier kommt eine Zollschraube durch, ich schätze mal, könnte eine Halbzollschraube sein, so Kropfendurchmesser her, die das hier vorne zusammenzwingt. Die war hier komplett reingekrostet im alten Teil, ne? Und daraufhin habe ich mich dazu entschieden, dass ich die Schrauben neu bestelle. Jetzt waren die Schrauben noch nicht da und dachte mir so, naja, muss ja bloß geschwind den Schlepper umstellen. Habe ich den Schlepper umgestellt, nicht mal im Stand gelenkt, nur beim Fahren. Zack, gebrochen. Leute, ey, ohne Witz, was soll das? Das regt mich jetzt echt auf. Fährst 4 Meter, einmal gelenkt, abgebrochen. Könntest echt nein schlagen. Also, ich habe gewusst, dass die Schraube fehlt. Ich habe gewusst, dass das Teil nicht die Belastung aushält, die es aushält. Ja? Wenn ich mir jetzt überlege, ich mache hier eine Schraube rein, ziehe die mit Gewalt an. Also, was heißt mit Gewalt? Ich lege die halt so an, dass die hält, ja. Ja, sorry Leute, das muss doch hier hinten das trotzdem aushalten, ja? Das zieht es ja hier zusammen und somit hebelt es mir hier so rum. Wenn das hier so dran sitzt, dann hebelt es ja hier so rum. Das muss ja hier halten. Das hat jetzt auch nicht wirklich mehr Kraft abbekommen. Leute, ganz ehrlich, das regt mich gerade echt auf. Nee, das letzte Mal, ja gut, da gelaufen bist. Ja, aber heute genau die gleiche Situation. Wollst was schaffen, zack. Ich habe nicht mal den Packe hochgehoben. Ja, kaputt, ne? Und 300 Euro zum, 150 zum Fenster rausgeschmissen. Spaß, 300 Euro gekostet. Ja. Na, jetzt können wir, wenn wir es positiv sehen, jetzt können wir nochmal ein Video machen, wie ich den Lenkhebel repariere. Wir können jetzt eigentlich gleich zumindest die Buchse oben drin mitbestellen, die zusammengegammelte, weil dann lohnt sich, dass man die gleich machen, ne? Ja. Was soll ich dazu sagen? Es hätte nicht sein müssen, Leute. Es hätte nicht sein müssen. Das muss ich einfach dazu sagen. Es hätte nicht sein müssen. Könnt ihr euch mal angucken. Ich zeig's euch mal schön. Ich hoffe, die GoPro stellt das scharf. So. Seht ihr das? Ja. Und da sind wir wieder beim Thema, ne? Auch bei mir auf dem Kanal passieren Fehler, die ich mache. Ich zeige es euch, ne? Natürlich könnte ich es weglassen. Ich könnte mir jetzt
für 150 Euro einen Lenkhebel bestelle, ne? Neue. Das Ding, sang- und klanglos, heimlich. Oh, was heißt heimlich halt? Ohne Kamera das Ding schön in den schraube, ja. Und sage, Leute, guckt, da sitzt, passt, funktioniert. Aber das ist halt nicht so. Ich bin da offen, ich bin da ehrlich. Und wenn es hier, wenn ich Bockmisch baue, dann habe ich Bockmisch gebaut, ja. Muss man dazu stehen, es bringt nichts, wenn ich das, wenn ich nicht dazu stehe. Fehler ist eh passiert, ne. Und in dem Fall sind wir ehrlich, ich zeig's euch, ihr denkt euch dann so, Alter, wie dumm ist der, ja? Ja, ich geb's auch nicht zu, es war ein Fehler, es war mein Fehler und jetzt ist es kaputt. Naja, wir wissen jetzt, wie es geht. Stellen wir einfach nochmal an. Hätte ich's gewusst, hätte ich gleich zwei bestellt, ne? Ja, nee, aber die Schraube soll ja eigentlich am Montag kommen, dann können wir den ganzen Hebel. Also bestelle ich heute noch den Hebel, dann kommen wir am Montag hoffentlich die Schraube. Wenn es gut läuft, kommt am Mittwoch der Hebel. Und dann können wir den, ja, kann ich jetzt immer mal reparieren, während mein Kater im Urlaub ist. Und dann gibt es nach dem Urlaub von ihm gleich die Reparatur von dem Schlepper. Und anschließend können wir dann mal gucken. Was mache ich jetzt mit dem Holz? Das ist halt so mein Hauptproblem. Ich müsste jetzt echt wieder den Radlader kommen lassen. Das ist das große Problem. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Der Kollege ist wahrscheinlich noch im Urlaub. Mit dem Allradschlepper. Landfreak. Oh Mann, ey. Weiter geht's hier im Video. Ja, wie gesagt, das hier machen wir immer frisch. Hier, Lenkhebel. Der gehört da so her. Zack, das ist ein bisschen hochhebelt, ne? Geile Scheiße, ne? Egal. Ich muss es reparieren, nützt nichts, Teilbestelle. Und dann machen wir das im nächsten oder übernächsten Vlog gemeinsam, machen wir das wieder, ne? Und wir machen noch kurz die Holzbestandsaufnahme, ja? Dass ihr mal so wisst, was ich hier momentan an Holz lager. Vor allem, was ich eigentlich noch machen muss alles, ja? Zum einen, da auf dem Hänger, da sitzt der 6-Stär drauf, ne? Die haben wir jetzt einmal hergeholt. War der dabei, seitdem nicht abgeladen, weil als hier, ich habe hier, selbst hier, mit dem bisschen Huppel hier, seht ihr das auf der Kamera? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ja? Da komme ich mit einem Bündel vorne drauf, nicht mehr wirklich hoch, mit Wiesenschleppe hinter drauf geht's, aber er fängt auch zu rotieren, ja, durchzudrehen. Das habe ich teilweise auch schon im Flache, ohne Heckgewicht, ja. Wenn es schmierig ist, fängt er relativ früh an zu scherren. Ja, also wie gesagt, ich habe hier, wie gesagt, 6 Stäher drauf. Ich habe im Holzunterstand habe ich 6 Stäher drin sitze. Das macht schon mal 12. Das ist dann Stär Nummer 13. Das ist Stär Nummer 14. So, dann haben wir hier 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das ist der 23. So, und was haben wir hier noch sitze? 1,80 hoch, 3 Meter breit. Dann machen wir 1,70 hoch. Das sind 2 Meter ungefähr. Das, Leute, nur für euch messe ich das aus. Doch, das sind, ja, logisch, es sind 2 Meter, weil unten habe ich 2 Hölzer reingelegt. Das sind 3 Meter mal 1,70. Ja, ne, könnt ihr euch selber ausrechnen. Das sind auch nochmal 4,5 Stär hier. Also, wo war ich jetzt stehen geblieben? 18, kann das sein? Also 4 und die 6 macht 10, 11, 12 im Back, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 plus die 6 auf dem Hänger macht 27. 27 Stär Holz, wo ich hier hocke habe. Wie gesagt, bei meinen Eltern drüber sitzen nochmal 6 Stär, wo man aus dem gleichen Wald geholt habe, wo ich den Hänger geholt habe. Wie dazwischen klagern, damit ich die nicht auch noch rüberfahren muss. Also nicht zu der Zeit rüberfahren musste, weil ich ja drüber räumen musste im Wald.
Und dann haben wir da auch noch so auf dem Stückel sitzen und bei meinen Eltern im Wald sitzt auch noch ein paar Meter. Also ich sag mal, roundabout 40, 50 Steher habe ich ratzfatz aus dem Ärmel geschüttelt. Fertig. Ne? Das ist schön, das ist toll und es gefällt mir verdammt, weil das sind Dinge, wo ich froh drüber bin. Und gerade in der jetzigen Zeit das Ganze einfach ein bisschen einfacher machen. Ne? Du nicht diesen Kaufzwang hast. Du musst dich nicht extrem, du musst nicht sagen, ich brauche jetzt Holz. Ne? Ich kann einfach sagen, gut, lass dich einfach mal wegen Schere. Ne? Da habe ich mir jetzt anders überlegt, wir machen das wahrscheinlich so. Die dickere hole ich raus. Denn da, die zwei, die spalte mal auf. Zusammen mit den Rugeln, wo vorne diese stumpe Zimeterstückle, wo vorne bei meiner Pyramide hocken. Ne? Das Obstzeug setzen wir dann auf. Vielleicht kriegen wir es mal noch, dass wir hier immer mal so ein bisschen grillen können. So, dann können wir da das Obstholz nehmen. Müssen wir das gute, teure Buchenholz nehmen. Ne? Und habe ich ja noch die Gitterbox vorne, diese DB-Gitterbox mit den Stumpenstückle, weil ich mache es eigentlich immer so. Ich säge immer Meter, 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 Meter und am Schluss bleibt irgendwas übrig. Irgendwas zwischen einem Meter und weniger, ja. Meistens sind es so 30, 40 Zentimeter, ja. Die wäre gespalten, diese 40 Zentimeter. Und die schmeiße dann immer in die Gitterbox rein. Die kann man auch mal so verheizen. Oder manchmal schon Leute, die sagen, du, Länge ist mir vollkommen wurscht. Dann können die so mal so eine Gitterbox, so 0,7 Kubik geschüttet, ne. Für ein paar Euros habe. Und dann sind die happy, ich bin's los, weil 5 Gitterboxen verbrauche ich halt auch nicht, ne, mit dem Restzeug. Genau, komme langsam vor wie ein richtiger Bauer, ne. Ne, so kannst du auch nicht sehen. Die jammern so viel jetzt auch nicht, ne. Aber es ist ärgerlich, es käst mich natürlich auch, aber egal, jetzt schwamm drüber. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. Dann hoffentlich mit der Reparatur von dem ganzen Gespann hier. Bis dahin, ich wünsche euch was. Habt eine schöne Woche. Ich bin raus für heute. Macht's gut. Bis dann. Ciao.